Hier das Ergebnis des Sprints. Ein Doppelsieg für BMW. Wie erwartet, Jockel Winkelhock hat doch keine Reifenprobleme bekommen. Roberto Ravaglia auf dem zweiten Platz. Seine Aussage, seine Reifen wurden am Anfang nicht richtig warm. Frank Bieler, Hans-Joachim Stuck und Alfred Heger profitierten von der Kollision zwischen Jörg Müller und Peter Cox. Harald Groß auf Platz. Eine tolle Leistung von Josef Bentsch als Privatier auf Rang 12. Stark unterwegs auch Johnny Hauser im zweiten Ford Mondeo des Eckenberger Teams. Tamara Vidali auf Platz 14. Sie hatte den Start verschlafen. Stop-and-Go-Strafe auf Platz 16. Dann Marc Gindorf, Rüdiger Julius. Nach diesem Sprint. Frank Bieler hat seine Führung verteidigt, hat sie ausbauen können auf Alfred Heger, dann ist vor Alfred Heger ins Ziel gekommen, aber die BMW-Fahrer sind auf dem Vormarsch. Roberto Ravaglia auf Platz 3, Jockel Winkelhock auf Rang 4, Hans-Joachim Fahrzeuge sind bereits am Ende der Einführungsrunde, nun für das Rennen. Den Sprint haben sie vorhin verfolgt. Wir haben jetzt wieder zwei BMW-Piloten in der ersten Startreihe. Aber nicht mehr wie im Sprint die beiden Schnitzerfahrer Peter Cox und Jockel Winkelhock, sondern Jockel Winkelhock und Roberto Ravaglia. Nicht alle Fahrzeuge haben es geschafft, rechtzeitig aus der Reparaturpause hinauszufahren in die Startaufstellung. Zwei stehen noch in der Boxengasse und das sind Armin Hane im Honda Accord und Claudia Hürten im Ford Mondeo. Beide übrigens mit demselben Problem, gebrochene Antriebswelle. In der Startaufstellung dagegen jetzt Alexander Burgstaller. Bei ihm wurde der Motor gewechselt, nachdem er zum Sprint gar nicht erst antreten konnte. Er steht jetzt auf der 24. Position, also sehr weit hinten. Gar nicht erst angetreten jetzt zum Rennen. Alex G., der Österreicher, er hatte ja diese Kollision mit Armin Hane bereits in der ersten Runde. Eine Radaufhängung ist gebrochen an seinem BMW und eine Reparatur war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Roberto Ravaglia im Bild. Er steht auf dem zweiten Startplatz nun, also wesentlich besser als im Sprint. Dort musste er aus der dritten Startreihe ins Rennen gehen. Der Grund war übrigens kurios. Er war im Training zu nah an die Boxenmauer herangefahren. Das Auto hatte sich angesaugt. Er hatte die Boxenmauer touchiert. Und diesen Defekt, den er da vorhin getragen hat, an der Radaufhängung, fand man im Bigazzi-Team erst heute Nacht. Deswegen Roberto Ravaglia für das Rennen sehr zuversichtlich. Natürlich genauso zuversichtlich wie Jockel Winkelhock. Frank Bieler auf der dritten Startposition. Innen daneben Hans-Joachim Stuck. Die Ampel ist schon wieder rot. Jetzt für das Rennen grünes Licht. Und ganz schlecht weggekommen ist Jockel Winkelhock. Roberto Ravaglia in Führung. Und dahinter staubt es mächtig. Gut gestartet einer der Nissan Primera, der sich hier weit nach vorne geschoben hat. Vorne Roberto Ravaglia, dann einer der Audi aus dem Audi-Team Schneider. Frank Bieler hat auch schon eine Position verloren. Alles gut gegangen, aber ein sehr, sehr hektischer Start. Einige kamen nicht gut weg. Der Start sehr schwierig in Spa-Francorchamps, denn es geht bergab. Jetzt geht es bergauf. Ravaglia mit Riesenvorsprung, dann Stritzel Stuck, dann Frank Bieler und außen versucht es Jörg Müller, innen Jockel Winkelhock. Und Winkelhock presst sich jetzt schon vorbei an Frank Bieler. Ravaglia, Stuck, dann Müller, dann Winkelhock, der den Start völlig verpasst hatte. Dann Frank Bieler, Alfred Heger und Kisodor weiß, der so gut gestartet ist, während Sascha Maaßen mit dem zweiten Nissan Primera nicht gut weggekommen ist. Also Frank Bieler, der Tabellenführer, hier weit zurückgefallen in der ersten Runde durch einen nicht optimalen Start, liegt hinter Jockel Winkelhock, der den Start von der Pole Position aus völlig verpatzte. Roberto Ravaglia hat davon profitiert, ist optimal gestartet. Hier noch einmal die Wiederholung. Achten Sie auf Jockel Winkelhock, der Mann vorne links, aus Ihrer Sicht mit dem blauen Spiegel. Er kommt überhaupt nicht gut weg. Und der Leidtragende ist dahinter Frank Bieler. Der muss nämlich einen Haken schlagen. Und schon ist Hans-Joachim Stuck vorbei, der hinter Ravaglia stand. Und so Ravaglia und Stuck auf Platz 1. Ravaglia kann sich im Augenblick nicht absetzen. Er hatte im Sprint ein Problem, seine Reifen auf Temperatur zu bringen. Das dauerte 2-3 Runden, so seine Aussage. Und das könnte jetzt natürlich für ihn hier ein Problem sein. Hans-Joachim Stuck ist näher gekommen, ganz deutlich. Jan-Jörg Müller auf Position 3, Jockel Winkelhock auf 4, Frank Bieler auf 5 und Alfred Heger auf 6. Da ist ein mächtiges Paket zusammen. Müller macht innen offensichtlich Platz für Winkelhock. Jawohl, Jörg Müller lässt den Routinier, lässt den Mann, der auf der Pole Position stand, Jockel Winkelhock vorbei. Da hat es sicherlich eine Standpauke gegeben von BMW-Rennleiter Max Sora, der zwar gesagt hat, junge Fahrer dürfen mal Fehler machen, aber sowas möchte er natürlich nicht allzu oft sehen, wie diese Kollision zwischen Winkelhock bzw. zwischen Peter Cox und Jörg Müller. Winkelhock jetzt also vor Peter Cox. Er wird sich ärgern, dass er den Start verschlafen hat und Dirk Adorf hat sich überschlagen.
Ein Überschlag von Dirk Adorf. Das ist jammer, jammer schade. Ich hoffe, er ist bereits draußen aus dem Auto. Das sieht so aus. Die Autos sind ja extrem sicher gebaut. Der Dirk Adorf, der hier Armin Bernhard ersetzte am Steuer des privaten Nissan Primera, hat sich überschlagen, ist in die Reifenstapel hineingeknallt. Aber wenn ich das richtig beobachte, ist Dirk Adorf aus diesem Fahrzeug längst heraus. Jawohl, da sehen wir ihn. Er ist über die Leitplanken geklettert, sicherlich mit einem Schock. Das Ganze natürlich bitter für ihn. Er hatte schon im Winter bei Testfahrten für Nissan ein Auto zerstört. Und es gibt eine Safety-Car-Phase, das ist ganz klar. Da liegt ein Auto auf dem Dach, deswegen muss jetzt das Safety-Car auf die Bahn. Roberto Ravaglia also in Führung, Hans-Joachim Stuck auf Platz 2, Jockel Winkelhock Dritter und das ganze Feld schiebt sich jetzt näher zusammen. Dirk Adorf ist hier in dieses Sicherheitsauto eingestiegen, ihm ist mit Sicherheit nichts passiert, aber er wird einen mächtigen Schrecken haben. Das Ganze, Sie sehen es selber, passiert in einer sehr, sehr schnellen Rechtskurve und davon hat Spa eine ganze Menge zu bieten. Schade, schade, dieser Dirk Adorf, der ist sicherlich ein großes Talent, hat vor 14 Tagen in Zolder den ersten Lauf zur deutschen Tourenwagen-Challenge gewonnen am Steuer eines Opel Astra und bekam hier in Spa die Chance, in dem privaten Nissan Primera zu sitzen. Das machte er auch ganz gut im Training, er hielt sich zurück, er war auch im Sprint ganz ordentlich unterwegs, auf der 20. Position, aber offensichtlich in der Startrunde des Rennens ein Fehler, vielleicht auch eine Berührung und dieser spektakuläre Überschlag, der seinen Nissan Primera jetzt aus dem Rennen geworfen hat. Die weiteren Einsätze von Dirk Adorf übrigens nicht sicher im Team von Manny Lauderbach. Da gibt es Finanzierungsprobleme. Er sucht immer noch einen Fahrer, der schnell ist und gleichzeitig ein wenig Geld mitbringt. Und nach diesem Überschlag wird er sicherlich etwas mehr Geld benötigen, um dieses Fahrzeug wieder zu reparieren. Einer, der es an den Boxen beobachten wird, ist übrigens Ivan Capelli, der ehemalige Ferrari Formel 1 Pilot, der heute zu gerne hier natürlich mitgefahren wäre mit seinem Nissan Primera, aber der Allrad Nissan Primera, der erst in der letzten Woche zum ersten Mal getestet wurde, der war noch zu anfällig. Es gab Schwierigkeiten mit dem Ölkreislauf und mit dem Getriebe. Eine andere Szene aus der ersten Runde, das ist Michael Heigert. Diese Schikane, die hat er nicht besonders gern, denn schon im Training hatte er hier einen Ausrutscher. Dieses Mal stand er nur etwas quer. Ich sprach den Allrad Nissan Primera an von Ivan Capelli. Der ist hier eingesetzt worden im freien Training am Freitag und am Samstagmorgen. Aber es gab jeweils bisher nicht zu lösende Probleme mit dem Ölkreislauf und mit dem Getriebe. Vibrationen. Man wollte es bei Nissan nicht riskieren, einen Motor nach dem anderen zu opfern. Denn man hat nicht so viele und möchte erst in Ruhe testen. Das Safety Car ist weiter auf der Strecke. Es herrscht jetzt absolutes Überholverbot. Roberto Ravaglia führt das Feld hinter dem Safety Car an. Wir sind jetzt genau an der Stelle, wo der Nissan Primera von Dirk Adorf geborgen wird. Das Auto ist bereits weggezogen worden. Es wird also nicht mehr allzu lange dauern, bis hier in Spa-Francorchamps das Rennen erneut gestartet werden kann. Da wird Armin Hane an den Boxen weggezogen. Offensichtlich ist es dem Linder-Team nicht gelungen, die Antriebswelle zu reparieren. Und gleichzeitig gibt es eine andere Meldung aus der Boxengasse, nämlich, dass es leicht zu regnen begonnen hat. Das hatten wir heute schon öfters im Laufe des Tages, immer wieder Nieselregen. Heute früh, als wir zur Rennstrecke kamen und nach dem Warm-up sogar leichter Schneefall. Es war unheimlich kalt, Temperaturen von etwa 2 Grad. Inzwischen ist es wärmer geworden, Lufttemperatur im Augenblick 8 Grad. Die Sonne scheint zumindest an Teilen der Strecke. Der Stand im Augenblick, die Abstände sind natürlich unbedeutend. Roberto Ravaglia in Führung, Hans-Joachim Stuck ebenfalls gut gestartet auf Platz 2. Dann Jockel Winkelhock, dann Jörg Müller, der Übeltäter nach der Kollision mit Peter Cox. Frank Bieler auf 5, ebenfalls schlecht weggekommen wegen des Problems. Jockel Winkelhock am Start und Alfred Heger auf der 6. Position. Der Regen wird stärker, einige Autos haben bereits die Scheibenwischer an. Sie sehen es hier, es wird nass auf der Strecke und das während der Safety-Car-Phase. Das wird nachher, wenn es wieder losgeht, natürlich für reichlich Durcheinander sorgen. An den Boxen liegen längst die Regenreifen bereit. Alle Teams bereiten sich hektisch auf Reifenwechsel vor. Das ist typisch für Spa-Francorchamps, ähnlich wie auf dem Nürburgring, vor allem auf dem großen alten Nürburgring der Nordschleife, gibt es teilweise unterschiedliches Wetter an verschiedenen Streckenpunkten.
Sie sehen es selber, der Regen wird immer stärker. Und da wird man jetzt natürlich bei den einzelnen Teams mächtig überlegen, was zu tun ist. Riskiert man es mit Slicks, also mit profillosen Reifen, draußen zu bleiben? Oder wird man an die Boxen fahren, um Reifen zu wechseln? Aber solange es nur im Bereich von Start und Ziel regnet und an anderen Punkten der Strecke noch trocken ist, dann kann man natürlich nicht auf Regenreifen wechseln, denn die halten auf trockener Bahn nicht besonders lange. Wir haben jetzt einen Gesprächspartner an den Boxen. Ich habe keinen Ton jetzt von Thomas. Thierry Boutsen, er will noch mal ins Rennen, kam gerade raus. Die Strecke wird jetzt schwieriger. Es hat einen Unfall gegeben, jetzt wird es nass. Sie kennen die Strecke sehr gut. Worauf muss man achten jetzt? Ja, das ist die Situation jetzt im Moment. Es regnet sehr, sehr hart, aber wir sehen, was passiert. Ich will unbedingt fahren mit meinem Auto, weil ich habe noch nicht... Das erste Mal, als ich mit diesem Auto gefahren habe, war hier in Francorchamps gestern am Freitag. Zu wenig Runden, so ich muss lernen, was wir machen, auch wenn es das nur 5 Runden ist, ist sehr wichtig für uns. Wir haben jetzt oft gehört, Mutproben hier in der Eau Rouge, auf anderen Stellen dieses Kurses. Was ist für Sie persönlich die schwierigste Stelle? Schwierigste Stelle ist überall schwierig in Spa, das ist eine Männerrennstrecke. Man muss hier überall Gas geben, keinen Fehler machen, aber das ist überall sehr schnell und das ist eine sehr wunderschöne Rennstrecke. Eine Männerrennstrecke, mal schauen, was die einzige Dame im Feld noch macht, Tamara Vidali. Zurück zu Thomas. Tja, die wird diese Aussage von Thierry Boutsen mit einem Lächeln beantworten. Sie liegt nämlich jetzt auf der 10. Position. Sie hat sich also mächtig nach vorne gearbeitet, nachdem sie ja im Sprint den Start völlig verpatzt hatte, da auch den Klaus Nitzwitz so ein bisschen behindert hatte. Im Sprint auf Platz 14, jetzt aber schon auf der 10. Position. Und sie profitiert natürlich von dieser Safety-Car-Phase. Inzwischen übrigens die Lichter am Safety Car wieder erloschen. Das heißt, wenn die Fahrzeuge das nächste Mal bei Start und Ziel vorbeikommen, dann geht es hier in Spa-Francorchamps wieder los. Die Strecke ist nur an bestimmten Abschnitten nass und das wird natürlich den Audi-Fahrern jetzt helfen. Ich denke nicht, dass hier eine Boxenstopp-Orgie nun ausbrechen wird. Es regnet zwar nach wie vor bei Start und Ziel bei bestimmten Passagen der Strecke. Sie sehen es auch hier bei Tamara Vidali, die jetzt übrigens zu erkennen ist, an den blauen Außenspiegeln ihres Audi A4. Sie hat den Scheibenwischer an, das heißt Nieselregen auch in diesem Bereich der Strecke, aber die Strecke erscheint mir nicht so nass, als dass es notwendig wäre, auf Regenreifen umzurüsten. Dr. Wolfgang Ulrich, der Audi-Sportchef, der wird jetzt ein bisschen grinsen, ein bisschen lachen. Denn dieser Nieselregen, der hilft natürlich den Audi-Fahrern. Bei BMW, da traut man sich zwar durchaus zu, auf regennasser Straße, vor allem hier in Spa-Francorchamps, schnelle Rundenzeiten zu fahren. Aber das, was wir jetzt haben, das passt den Audi-Fahrern am besten, nämlich Nieselregen, eine leicht feuchte Rennstrecke. Und da ist man mit Allradantrieb am besten bestückt. Die Fahrzeuge jetzt bereits wieder im Bereich dieser unheimlich schnellen Doppellinkskurve. Danach kommt dann die berühmte Busstopp-Schikane. Auch wenn Alexander Burgstaller hier im Training scherzhaft meint, er hat hier noch nie einen Bus gesehen. Aber es sieht halt aus wie eine Bushaltestelle, wenn es geradeaus geht. Da könnte auch wunderbar ein Bus platziert sein. Das ist genau die Stelle, an der es vorhin die Kollision gab zwischen Jörg Müller und Peter Cox, die dann die Audi-Piloten nach vorne brachte. Die Regenreifen liegen bereit an den Boxen, aber ich glaube nicht, dass hier allzu viele Fahrzeuge jetzt, wo das Rennen gleich wieder freigegeben werden wird, an die Boxen kommen werden. Das Safety Car wird nun gleich in die Boxengasse einbiegen. Wir erleben jetzt einen fliegenden Start und vor der Startlinie darf nicht überholt werden. Roberto Ravaglia, der wird jetzt das Tempo bestimmen und versuchen, so weit wie möglich vom Stritzelstuck wegzukommen. Und dieser Stritzelstuck, der mag solche Verhältnisse, leichten Regen, eine rutschige Strecke, nicht nur, weil ein Allradauto fährt. Der Start ist freigegeben, grüne Flagge, nach der Linie kann wieder überholt werden. Und Ravaglia ist gut gestartet, Stritzelstuck dagegen bekommt schon Druck von Jochel Winkelhock. Aber in der Eau Rouge, da war der Stuck ganz, ganz schnell. Ravaglia macht einen Fehler, steht quer auf der feuchten Strecke. Und schon ist das passiert, was ich Ihnen angedeutet habe. Hans-Joachim Stuck hat die Führung übernommen. Aber jetzt kommt die lange Gerade. Dort sind die Audi im Nachteil. Roberto Ravaglia hinter Stuck, Winklock ganz außen. Stuck in Führung, zum ersten Mal übrigens bei einem Rennen des D1 Supertourenwagencups. Hans-Joachim Stuck in Führung und der Jubel bei Start und Ziel auf den Tribünen in diesem Augenblick riesengroß.
Stuck vorne. Er hat gesagt, ich habe ein super Auto zur Verfügung, während Travaglia neuerlich einen Fehler macht und jetzt auch Winklok vorbeilassen muss. Winklok vor Travaglia. Da kommt auch Jörg Müller, der schiebt sich auch noch vorbei an. Roberto Travaglia und Frank Bieler. Travaglia also verliert im Augenblick Position um Position. Travaglia, der so schnell war, ein Zolder, und Frank Bieler ist angeschoben worden von Roberto Travaglia. Ein spektakulärer Unfall, das Ende der Fahrt für den Tabellenführer Frank Bieler. Das musste passieren bei diesen wilden Überholmanövern. Frank Bieler frontal eingeschlagen hier in die Leitplanken. Und damit erleben wir heute mit Sicherheit einen neuen Tabellenführer im D1 Supertourenwagen Cup. Frank Bieler kollidiert mit Roberto Travaglia. Das Aus für Frankie Boy. Und damit ist natürlich alles, was wir in Zolder über Strategie und Stallorder erfahren haben, hinfällig. Frank Bieler steckt in den Leitplanken. Er hat zwar Punkte kassiert im Sprint, wird aber in diesem Rennen leer ausgehen. Und damit muss sich Audi Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich L. überlegen, wen er jetzt zu seinem Favoriten erklärt. Im Augenblick ist das jener Mann, den die Fans lieben, Hans-Joachim Stuck, der im letzten Jahr überhaupt nicht zurechtkam mit den Supertourenwagen. Er liegt nun in Führung, der Mann mit den schwarzen Außenspiegeln, mit dem Audi A4, mit der Startnummer 44. Aber Jockel Winklok, der ist nun schon wieder auf der zweiten Position und er kommt auf den schnellen Passagen näher an Hans-Joachim Stuck heran. Der Regen hat inzwischen aufgehört, bei Start und Ziel zumindest. Das heißt, die Strecke wird schnell abtrocknen und das hilft dann natürlich dem BMW-Piloten. So schnell kann das gehen im Supertourenwagen-Cup. Frank Bieler nach Zolder noch der große Held. Sah so aus, als würde er den Titel im Alleingang holen. Jetzt plötzlich ist er draußen und das Spiel beginnt von vorne. Winklok hat bereits die erste Attacke auf Hans-Joachim Stuck gestartet. Aber in der Spitzkehre von La Source, da ist der allradgetriebene Audi im Vorteil. Und hier unten in der Orange, dieser gefürchteten Senke, da ist Hans-Joachim Stuck ebenfalls im Vorteil, denn da ist es noch feucht. Und da hatte Roberto Travaglia vorhin die Probleme. Jockel Winklok aber diesmal wesentlich besser durchgekommen. Und er kommt schon am Anfang der Geraden neben Hans-Joachim Stuck und kann nun den Vorteil, den BMW auf den Geraden hat, ausnutzen. Stuck versucht nun im Windschatten zu bleiben. Welch ein dramatisches Rennen hier im Augenblick in Spa-Francorchamps. Winklok fährt zickzack und er ist der neue Führende. Winklok also hat diesen schlechten Start ausgemerzt, den er hier im Rennen hatte. Die Safety-Car-Phase hat ihm natürlich ein wenig geholfen, denn dadurch wurde das Feld wieder zusammengezogen. Auf jeden Fall in der fünften Runde nun Jockel Winklok in Führung. Aber Hans-Joachim Stuck, der lässt sich natürlich jetzt nicht abschütteln. Und an den Stellen der Strecke, wo es noch ein bisschen feucht ist, da wird Hans-Joachim Stuck nun sein Können auspacken. Da liegt der Audi von Frank Bieler. Das ist ein ziemlich heftiger Aufprall übrigens gewesen auf die Leitplanken und die Reifenstapel. Aber die Supertourenwagen sind unheimlich sicher. Es gibt einen großen Käfig im Auto. Deswegen ist Frank Bieler nichts passiert. Und es gibt hier Handzeichen von Jockel Winklok. Die gelben Flaggen sind erneut draußen und die Informationen aus den Boxen. Es gibt erneut eine Safety-Car-Phase. Ich weiß im Augenblick noch nicht den Grund. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es daran liegt, dass das Auto von Frank Biel in einer sehr, sehr gefährlichen Position liegt und die Strecke natürlich noch etwas rutschig ist und man verhindern möchte, dass ein Auto in das geparkte Fahrzeug von Frank Biel hineinkracht. Sicherheit, wie gesagt, wird groß geschrieben im D1 Supertourenwagen Cup. Hier sehen Sie es, das Auto liegt natürlich exakt in der Schusslinie. Und wenn hier noch einer abfliegen würde, dann könnte es einen schweren Unfall geben. Und das muss natürlich verhindert werden. Viel, viel Dramatik hier in Spa-Francorchamps. Schon die zweite Safety-Car-Phase. Wir haben gerade einmal 4 Runden absolviert. Wir befinden uns in der 5. Runde. Aber im D1 Supertourenwagen Cup, da orientiert man sich ja immer wieder an dem großen Vorbild aus Amerika, an der NASCAR-Serie, dieser spektakulären Tourenwagenmeisterschaft in den USA. Und dort, Sie kennen es vielleicht, sind Safety-Car-Phasen an der Tagesordnung. Alle Fahrzeuge jetzt wieder im Gänsemarsch unterwegs. Sie bleiben auf der Bahn, aber es herrscht jetzt Überholverbot. Das Tempo muss gedrosselt werden. Und bei Start und Ziel, da wird dann das Safety-Car, das hier durch die Buchstaben SC signalisiert wird und natürlich durch die gelbe Flagge, die Überholverbot signalisiert, starten. Ja, das Auto von Frank Bieler, das sieht nicht allzu gut aus. Ich denke, da wird es reichlich Arbeit geben bei Audi in den nächsten Tagen, dieses Fahrzeug für das nächste Rennen auf dem Österreichring wieder fit zu bekommen. Es war doch ein sehr, sehr heftiger Aufprall, aber
Die Zelle, der Überrollkäfig, hat seines dazu beigetragen, dass Frank Bieler hier unverletzt aus seinem Audi A4 aussteigen konnte. Und da steht das Safety Car bereit. Die Fahrzeuge sind noch in etwa in Höhe Start und Ziel. Sie kommen jetzt gerade an meiner Kabine vorbeigefahren. Winklock in Führung, Hans-Joachim Stuck auf der zweiten Position. Jörg Müller toll unterwegs bei seinem zweiten Einsatz im Tourenwagensport auf Platz 3. Dann Roberto Ravaglia, der irgendwelche Probleme gehabt haben muss in den ersten Runden. Denn er fiel Platz um Platz zurück. Alfred Heger liegt auf Rang 5. Dann Harald Groß, der Routinier, der Teamkollege von Jörg Müller, auf der sechsten Position. Und für mich das Unglaublichste ist im Augenblick der siebte Platz von Alexander Burgstaller. Und jetzt haben wir jenen Mann, der sicherlich mit weinenden Augen in den Boxen stehen wird, nämlich Audi-Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich. So ist es und der steht neben mir, Dr. Ulrich. Da hat es einen bösen Crash gegeben mit Frank Bieler und Roberto Ravaglia. Wie haben Sie das gesehen aus Ihrer Sicht? Ja, Frank ist eingeklemmt worden von 3 BMW. Und er konnte eigentlich nicht raus und irgendeiner der 3 Autos hat ihn berührt und er hat sich dann gedreht. Es war sicher eine harte Attacke, aber ich würde sagen, nicht, da war keine Absicht dabei. Müssen Sie jetzt Ihre Taktik ändern, was Frank Bieler und die Meisterschaft betrifft? Ich habe momentan wirklich Schwierigkeiten, wenn die Taktik wäre, den Frank nach vorne zu holen, ihn nach vorne zu holen. Alles klar, zurück zu Thomas Vogt. Das war natürlich etwas scherzhaft gemeint von Dr. Wolfgang Ulrich, der nach diesen Attacken gegen ihn nach Zolder etwas ungehalten war über die Kritik, die es in der Presse gab. Noch einmal die Situation jetzt mit Frank Bieler. Da ist Jörg Müller vorne, Frank Bieler dahinter und Roberto Ravaglia versucht innen durchzugehen. Der Frank Bieler hat das nicht gesehen im Rückspiegel und deswegen zieht er rein in die Kurve. Die Kollision mit Ravaglia nicht zu vermeiden. Ich würde sagen, ein klassischer Rennunfall. Bieler war vorne, ihm gehörte eigentlich die Kurve, aber Roberto Ravaglia wollte es nutzen, dass Bieler in dieser Situation offensichtlich etwas langsamer war. Da rechts ist Frank Bieler. Der wird nicht mehr in das Rennen zurückkommen. Sein Auto ist raus aus diesem Rennen in Spa-Francorchamps. Frank Bieler schon zurück auf dem Weg an die Boxen. Und damit natürlich eine völlig neue Situation in der Meisterschaft. Und jene beiden Herren, die hier im Duell unterwegs waren, nämlich Jockel Winklock und Hans-Joachim Stuck, die könnten nun davon profitieren. Hier noch einmal in der Wiederholung der Versuch von Hans-Joachim Stuck dran zu bleiben im Windschatten von Jockel Winklock. Aber ich sagte es Ihnen schon, im Training waren die Audi bereits etwa 10 km pro Stunde langsamer. Und so hatte Stuck nach dem Überholmanöver von Winklock keine Chance, Winklock erneut zu überholen. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis das Safety Car von der Strecke fahren wird. Ich darf Ihnen vielleicht mal, während Sie hier den Stand sehen in Runde 6, Winklock vor Stuck, Müller, Ravaglia, Heger und Groß, die aktuelle Situation in der Meisterschaft nennen. Denn der Mann, der die Meisterschaft bei diesem Stand des Rennens anführen würde, heißt Jockel Winklock. Er hat jetzt 127 Punkte, Alfred Heger 116 und auch Hans-Joachim Stuck 116. Roberto Ravaglia auf 109 und Frank Bieler auf 98. Terry Butzen ist im Bild. Wir hatten ihn vorhin im Interview. Er hat gesagt, er möchte noch einmal rausfahren, um zu testen mit diesem neuen Allrad Ford Mondeo. Man macht die Testfahrten quasi bei den Rennen, weil der Terminkalender des D1 Super Tourenwagen Cup in der Anfangsphase unheimlich eng ist. Es geht alle 2 Wochen ein Rennen. Und deswegen Terry Butzen, also trotz der Probleme, trotz des Ausrutschers im Sprint, jetzt mit dem großen Rückstand wieder im Rennen. Da geht es um Testfahrten mit dem Allradauto. Das Safety Car hat die Lichter immer noch an, das heißt im Augenblick wird es keinen neuerlichen Start geben, es wird also noch etwas länger dauern. Das Schild Safety Car und die gelben Flaggen sind weiterhin draußen hier in Spa-Francorchamps um diese wunderschön gelegene Naturrennstrecke, die 6,973 Kilometer lang ist. Und ich sagte es Ihnen vorhin schon, erst wenn die Lichter erloschen sind, dann geht es wieder weiter mit dem wirklichen Rennen. Also im Augenblick müssen wir noch mindestens eine Runde warten, ehe es hier in Spa-Francorchamps wieder weitergeht. Die Renndistanz beträgt hier insgesamt 14 Runden. Im Augenblick sind wir in der 6. Runde, die gerade beendet wird. Hier eine Szene aus der Anfangsphase, eine schöne Slow-Motion. Da ist Peter Cox im Zweikampf mit Tamara Vidali. Also der Terry Wutzen, der sagte vorhin ja, das ist eine Männerrennstrecke. Die Tamara Vidali aber, die hat überhaupt keinen Respekt vor den Herren. Und sie liegt im Augenblick auf der 9. Position. Peter Cox allerdings musste sie in dieser Situation vorbeilassen. Cox gegenwärtig auf Rang 8.
Die Lichter sind jetzt aus, also es wird jetzt noch eine Runde dauern. Dann geht es in Spa-Francorchamps wieder los. Etwa 3 bis 4 Minuten dauern im Augenblick die Runden, denn es wird doch sehr, sehr langsam gefahren hinter dem Safety Car. Aber die Fahrer fangen schon wieder an, ihre Reifen aufzuwärmen. Das berühmte Zickzackfahren, das dient dazu, die Reifen auf die optimale Betriebstemperatur zu bringen. Es gibt ja einen mächtigen Reifenkrieg im D1 Super Tourenwagen Cup. Insgesamt 3 Hersteller vertreten. Dunlop, Yokohama und Michelin. Dunlop rüstet alle Werksaudis aus, genauso auch die BMW des ISA-Teams, die gefahren werden von Jörg Müller und Harald Groß. Da gibt es eine leichte Rauchwolke am Auto von Klaus Niezwitz. Da hat das Hinterrad etwas überbremst. Die Honda Accord von Klaus Niezwitz und Armin Hane, die rollen genauso auf Yokohama-Reifen wie die Schnitzer BMW von Jockel Winkler und Peter Cox. Bei BMW fährt man auf 3 verschiedenen Reifenmarken, denn die Autos von Roberto Ravaglia und Alexander Burgstaller, die rollen auf Michelin. Da gibt es zufriedene Gesichter in der Box des Schnitzer-Teams. Jockel Winkelock führt das Rennen an. Es wäre ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk für den Teammanager, für Charlie Lam. Der wird nämlich nächste Woche 40 Jahre alt und er würde sich natürlich freuen, wenn sein Joker-Fahrer, nämlich Jockel Winkelhock, hier in Spa-Francorchamps nicht nur das Sprint für sich entscheiden kann, sondern auch dieses Rennen, das Sie im Augenblick sehen. Die Entscheidung von BMW auf jeden Fall, die Teams von Schnitzer und Bigazzi, mit denen man eine große Tradition hat, wieder nach Deutschland zu holen, war absolut richtig. Speed Limit 60 Kilometer pro Stunde, das gilt zwar im Augenblick nicht für die Rennstrecke. Dieses Schild steht in der Boxengasse, ähnlich wie in der Formel 1. Sieht man es nicht so gerne, wenn schnell gefahren wird in der Box. 60 Kilometer pro Stunde, mehr ist nicht erlaubt und sollte sich ein Fahrer nicht daran halten, dann gibt es sofort eine Stop-and-Go-Strafe. Das Speedlimit auf der Rennstrecke, das wird im Augenblick weiterhin vom Safety Car diktiert. Aber wir sind jetzt bereits in der Endphase dieser Runde. Die Fahrzeuge sind schon wieder in dem Bereich der schnellen Kurven vor der Busstopp-Schikane. Rechts übrigens wunderschön zu sehen, die Kartbahn von Spa-Francorchamps. Übrigens, Claudia Hürtgen bisher als einziges von Spa-Francorchamps kannte. Das ist der Teamchef Walter Wolf, der hier nur ein einziges Auto am Start hat, nämlich das von Claudia Hürtgen. Die zweite Lady im Feld liegt gegenwärtig auf der 19. Position. Sie fährt zum ersten Mal in Spa. Ich sagte es Ihnen gerade, bisher kannte sie nur die Kartbahn. Das hilft ihr natürlich für den Einsatz im D1 Super Tourenwagen Cup wenig. Ford hat ja vor diesem Rennen entschieden, nur ein Allradauto einzusetzen für Terry Boutsen. Ricardo Patrese, der in Zolder zum ersten Mal am Start war, und auch Chris Nissen wurden hier zurückgezogen. Man möchte sich in Ruhe darauf konzentrieren, den Ford Mondeo mit Allradantrieb zu entwickeln. Jetzt geht es gleich wieder los. Bereiten Sie sich schon mal vor zu Hause auf den neuerlichen Start. Also es wird Ihnen viel geboten hier in Spa. Das ist der 4. Start, den wir jetzt bereits erleben. Den Start zum Sprint und nun schon den 3. Start im Rennen. Der Safety Car biegt in die Boxengasse ein. Mal sehen, ob Jockel Winkelhock nun optimal beschleunigen kann oder ob Stritzel Stuck diesmal etwas besser aufpasst am Start. Vorhin hatte er ja die Führung übernommen in der berühmten Kurve von Eau Rouge. Das Rennen ist jetzt wieder freigegeben. Wir sind genau bei Halbzeit. 7 Runden gefahren. Das Rennen läuft wieder. Jockel Winkelhock mit dem Sicherheitsabstand zu Hans-Joachim Stuck. Er hat es gut gemacht. Und Jörg Müller ist dicht dran an Stritzel Stuck. Jetzt wieder die lange Gerade. Das ist der Punkt, an dem die Audi-Fahrer Probleme haben. Winkelhock vorne und Müller ist schon vorbei an Stuck. Wieder hat Stuck auf der Geraden einen Platz einbüßen müssen. 2 BMW wieder in Führung. Jockel Winkelhock vor Jörg Müller. Das wird natürlich den Chef der BMW M GmbH, Adolf Pommesberger, freuen. Der hat auf die Jugend gesetzt in diesem Jahr mit den Fahrern Peter Cox oder auch mit Jörg Müller. Der wird belohnt hier durch die tolle Fahrt von Jörg Müller, der im Augenblick seinen Fehler aus dem Sprint wieder wettmacht. Müller jetzt vor Stuck. Wird weit hinausgetragen an jener Kurve, an der es den Unfall gab von Frank Bieler. Und Stuck ist jetzt wieder ganz, ganz dicht dran am Heck von Jörg Müller. Auf der 4. Position gegenwärtig Roberto Ravaglia. Etwas Abstand zu dem 2. und dem 3. zu Jörg Müller und zu Hans-Joachim Stuck.
Und da gibt es erneut Probleme für das AM Holzer Team. Diesmal Rüdiger Julius in langsamer Fahrt unterwegs. Ein Team, das neu ist im D1 Super Tourenwagen Cup, bisher aktiv war im Rallye-Sport und in der Formel Junior und in diesem Jahr den Sprung in den Tourenwagensport wagte. Müller gegen Stuck, so lautet im Augenblick das Duell um die zweite Position. Und da war Roberto Ravaglia gerade etwas im Dreck. Und Alfred Heger ist vorbeigefahren an Ravaglia. Da hat der Ravaglia den Heger gerade angeblinkt. Also da gab es möglicherweise eine ähnliche Situation wie vorhin zwischen Frank Bieler und Ravaglia, diesmal mit umgekehrten Vorzeichen. Ravaglia jetzt also hinter Alfred Heger. Im letzten Jahr waren das noch Markenkollegen bei BMW. Jetzt fahren sie für getrennte Firmen. Ravaglia weiterhin für BMW, Heger aber für Audi. Hans-Joachim Stuck hält weiterhin den Kontakt zu Jörg Müller. Er lässt sich im Augenblick nicht abschütteln. Achte Runde gelaufen, die erste Runde nach dem Restart vorbei. Und hier sehen wir, was Rüdiger Julius passiert. Ein klassischer Fehler, offensichtlich etwas zu schnell hineingefahren in die Kurve. Und dann rutscht er in das Kiesbett. Also kein guter Tag für das AM Holzer Team. Alex G. schon im Sprint ausgeschieden in der ersten Runde durch Unfall und Rüdiger Julius jetzt im Kiesbett. Jockel Winkelhock, der schnellste Mann auf der Strecke, fährt 2:30,99. Das ist unglaublich schnell, hat schon über eine Sekunde Vorsprung auf Jörg Müller und der wiederum hat etwa 6/10 auf Hans-Joachim Stuck. Weit zurückgefallen ist Alexander Burgstaller nur noch auf der 18. Position. Da gab es offensichtlich einen Dreher oder einen Ausrutscher des BMW-Piloten, der sich schon so weit nach vorne gekämpft hatte. Hier haben wir gleich die Wiederholung, was da passierte. Da muss er vorher schon draußen gewesen sein. Der Frontspoiler ist weg. Offensichtlich vorher eine Kollision. Die Nase ist verbogen, auch das Heck ist verbogen. Er ist also Alexander Burgstaller irgendwo in die Zange genommen worden. Erneut großes Pech also für den Münchner, der sich so gefreut hatte, nicht nur auf dieses Rennen hier in Spa-Francorchamps, sondern überhaupt auf die Saison. In Zolder, da hat er mit den Reifen verwachst und hier der Motorschaden vor dem Sprint und nun der Unfall im Rennen. An der Spitze weiterhin ungefährdet Jockel Winkelhock, dahinter aber das Duell um die zweite Position. Jörg Müller gegen Stritzel Stuck. Der Stuck, der könnte sowas wie der Joker jetzt sein von Audi im Titelkampf, zumindest in der Anfangsphase dieses D1 Super Tourenwagen Cups. Aber das neue Punktsystem, das die ersten 20 bewertet, macht alles etwas anders, was die Strategien betrifft. Hier gibt es ein Dreierpaket etwas weiter hinten. Da ist Tamara Vidali mit drin. Kiesodor attackiert gerade und davor fährt der Routinier Harald Groß. Vidali versucht jetzt in den schnellen Kurven innen an Odor vorbeizugehen. Sehr, sehr mutig das Mädel und es klappt. Tamara Vidali vorbei an Kiesodor. Ich sagte es Ihnen vorhin, diese Frau, die hat keine Angst und keinen Respekt vor den Herren, vorgestandenen Mannsbildern wie Harald Groß oder Kiesodor. Odor, ein Mann, der unheimlich viel Erfahrung hat auf deinem Supertourenwagen, der jahrelang in England fuhr für Nissan und dort ist ja bekanntlich die Wiege des Supertourenwagensports. Kiesodor schert er wieder aus dem Windschatten aus, aber Tamara Vidali im Augenblick deutlich schneller unterwegs. Davor fährt Harald Groß, das Ganze spielt sich im Augenblick auf den Positionen 7, 8 und 9 ab. Und dahinter kommt auch Klaus Niedzwitz. Klaus Niedzwitz, der sich von seiner Stop-and-Go-Strafe aus dem Sprint gut erholt hat, hier schnelle Rundenzeiten fährt und im Augenblick besser unterwegs ist als die Fahrzeuge vor ihm. Und Roberto Ravaglia im Duell mit Peter Cox. Peter Cox, der ja das Pech hatte mit dieser Kollision mit Jörg Müller im Sprint. Und er versucht nun an Roberto Ravaglia vorbeizufahren. Die Schnitzer-Piloten im Augenblick scheinbar offenbar besser bereift als die Bigazzi-Fahrer. Ravaglia fährt deutlich langsamere Rundenzeiten. Die schnellste Runde, die fährt im Augenblick Peter Cox, der Teamkollege von Jockel Winkelhock, der ja gestern im Training hier sensationell die Pole Position eroberte. Schnell unterwegs aber im Augenblick auch Alfred Heger. Auch der fährt etwa eine halbe Sekunde schneller als alle Fahrzeuge, die vor ihm liegen. Also hier ist die Entscheidung noch lange nicht gefallen, obwohl Jockel Winkelhock im Augenblick
einen leichten Vorteil gegenüber Jörg Müller, Hans-Joachim Stuck und Alfred Jäger hat. Ravaglia gegen Kors. Roberto Ravaglia, der erfahrenste und erfolgreichste Tourenwagenfahrer, den es überhaupt gibt. Er war Weltmeister, er war Europameister, deutscher Meister, italienischer Meister. Er hat so quasi alles gewonnen in seiner langen Karriere, was man gewinnen kann. Stammt aus Venedig, genau genommen aus Mestre, liebt seine Heimatstadt. Aber genauso liebt er Deutschland und deswegen kommt er gerne in den D1 Super Tourenwagen Cup. Ravaglia war in Zolder der beste BMW-Pilot, obwohl er gar nicht die richtigen Reifen in diesem Regenpoker gewählt hatte. Hier aber hat er offensichtlich Schwierigkeiten. Noch kann sich Roberto Ravaglia vor Peter Cox halten auf der 5. Position, aber Cox gegenwärtig mit den schnelleren Rundenzeiten. Der Alfred Heger kommt jetzt mächtig auf, hat sich näher an Stuck herangeschoben und Stuck verbremst sich da gerade hinter Jörg Müller. Das Ende der 10. Runde, jetzt noch 4 Runden zu fahren. Jörg Müller bekommt immer stärker Druck durch Stritzel Stuck. Winklock profitiert im Augenblick von dieser Situation hinter ihm, hat sich jetzt um 1,77 Sekunden absetzen können. Jetzt da noch 4 Runden zu fahren sind in Spa-Francorchamps. Jörg Müller versucht, Stritzel Stuck und Alfred Heger mit aller Gewalt hinter sich zu halten. Der Stand in der 11. Runde eingeblendet. Hinter Alfred Heger, dann Roberto Ravaglia und Peter Cox. Peter Cox, der das Licht eingeschaltet hat im Augenblick, aber etwas wiederum an Boden auf Ravaglia verloren hat. Alfred Heger, der hat gestern im Training extrem für das Rennen gearbeitet, hat gar nicht so sehr darauf hingearbeitet, eine schnelle Trainingsrunde zu fahren, sondern er versuchte gleich das richtige Setup zu finden, fuhr schon mit der Getriebeübersetzung, die für das Rennen gedacht war. Und er hat eine optimale Abstimmung gefunden, so gut, dass sie Hans-Joachim Stuck in der Nacht übernommen hat und damit heute früh die Bestzeit im Warm-up erzielte. Und Heger kommt jetzt immer näher an Stritzel Stuck heran. Heger ist natürlich nach Zolder jener Mann, der in der Meisterschaft vor Hans-Joachim Stuck liegt. Wenn Audi auch nach diesem Rennen einen Mann mit einer möglichst hohen Punktzahl haben will, dann müsste Alfred Heger eigentlich vor Stritzel Stuck ins Ziel kommen. Die beiden sind Teamkollegen. Sie fahren für das Team vom Audi-Zentrum Koblenz, das vereint ist mit dem Team von Udo Schneider im letzten Jahr noch aktiv für BMW. Die machen tolle Arbeit, der Hans-Joachim Stuck, der fühlt sich da richtig wohl. Er hat einen Renningenieur, der die gleiche Sprache spricht wie er, der ihn blind versteht quasi. Und daraus kommen optimale Leistungen. Stuck kam im letzten Jahr ja überhaupt nicht zurecht mit dem Audi 80 Competition, mit dem Supertourenwagen. Er war aber im Winter eingebunden in die Entwicklungsarbeit des Audi A4. Deswegen dieser Leistungssprung zu erklären. Er ist hochmotiviert, er sagt, ich habe mich seit 5 Jahren nicht mehr so wohl gefühlt und selten hatte ich so viel Spaß am Fahren wie jetzt. Aber Spaß wird es ihm sicherlich nicht machen, dass jetzt Alfred Heger in seinem Nacken hängt. Immer wieder muss er nach hinten gucken. Er muss aufpassen, dass Heger nicht irgendwann durchschlüpft und gleichzeitig muss er versuchen, Jörg Müller einzuholen. Denn so allmählich gehen dem Stritzel Stuck die Runden aus. Winklock weiter vorn. Dann Jörg Müller, dann Hans-Joachim Stuck, dann Alfred Heger. 3 Runden sind jetzt gleich noch zu fahren und auch Roberto Ravaglia und Peter Cox sind noch nicht so weit abgeschlagen. BMW und Audi weiterhin die dominierenden Marken im D1 Super Tourenwagen Cup, aber die Konkurrenz zeigt hier in Spa-Francorchamps zumindest ein deutlicheres Lebenszeichen als noch vor 14 Tagen in Zolder. Honda, Nissan und Ford, die brauchen einfach noch Zeit, ihre Autos zu entwickeln, um hier den Anschluss zu BMW und Audi, die sicherlich mit dem größten Aufwand und der größten Routine im Supertourenwagensport fahren, einzuholen. Winklock weiter vorne. Müller fährt zickzack, um Stuck aus dem Windschatten abzuschütteln. Im Augenblick tut sich da nicht viel. Peter Cox tickt da gerade mal heraus aus dem Windschatten von Roberto Ravaglia. Aber Ravaglia bleibt weiterhin auf der 5. Position. Ravaglia und Cox, die haben sich ja schon in Zolder bekriegt. Da war noch ein dritter Mann dabei, Jockel Winkelhock. Aber der fährt im Augenblick unangetastet auf dem ersten Platz. Winkelhock, der dominierende Mann hier in Spa-Francorchamps, der sich endlich zurechtfindet und sich wieder wohlfühlt im Schnitzer BMW. Aber der Kampf um die 2. Position, der ist noch lange nicht entschieden. Ich bin sicher, dass der Stritzel Stuck nichts unversucht lassen wird, auf den 2. Platz nach vorne zu fahren.
ist ja ganz nah dran. Und übrigens interessant, dass Jörg Müller, Hans-Joachim Stuck und Alfred Heger alle mit den gleichen Reifen fahren, nämlich alles Dunlop-Reifen. Müller hat hier Schwierigkeiten, das Auto bricht ein wenig aus, hat alle Hände voll zu tun, die beiden Audi-Stars hinter sich zu halten. Aber zweifellos Jörg Müller beweist hier, dass er ein riesengroßes Talent ist, dass er nicht zu Unrecht im letzten Jahr die Formel-3-Meisterschaft fast im Alleingang gewonnen hat und dabei einen Mann wie Ralf Schumacher in Grund und Boden fuhr. Die drittletzte Runde läuft hier in Spa-Francorchamps. Heger jetzt ganz dicht hinter Hans-Joachim Stuck. Und der Heger, der kann offensichtlich etwas schneller fahren im Augenblick als der Stritzel Stuck. Und da wäre natürlich Audi ganz gut beraten, Heger nach vorne zu holen. Denn vielleicht hat der bessere Chancen, Jörg Müller anzugreifen als Hans-Joachim Stuck. Das Anbremsen der Busstopp-Schikane. Jörg Müller gerät richtig unter Druck. Wenn er das halten kann, diesen zweiten Platz, dann hat er unglaubliche Nerven. Denn einen Mann wie Hans-Joachim Stuck im Nacken zu haben, das ist etwas ganz Besonderes. Winkelhock weiter ungefährdet vorne. Jetzt versucht der Stuck, er bremst später als Müller. Und auch Alfred Heger kommt, da fliegen Plastikteile. Und da raucht das Auto von Alfred Heger. Da hat es Alfred Heger etwas übertrieben, hat es etwas zu optimistisch gesehen. Und jetzt kann man nur hoffen, dass der Audi von Alfred Heger die letzten zwei Runden noch übersteht. Das sieht nicht besonders gut aus. Da schleift der Kotflügel am Vorderreifen. Er könnte Glück haben, dass das Rad nicht aufgeschlitzt wurde. Der Rauch wird im Augenblick auch etwas geringer. Aber Alfred Heger hat mit Sicherheit Probleme jetzt auf den langen Geraden. Sie sehen das schon. Die nachfolgenden Fahrzeuge kommen näher heran. Da hat es Heger etwas übertrieben, wollte gleichzeitig Müller überholen, als Stuck dies tat und nun diese Situation. Also Positionskämpfe haben wir hier in Spa-Francorchamps zweifellos genug erlebt. Das Duell zwischen Audi und BMW wesentlich ausgeglichener als vor 14 Tagen in Zolder, als es das Regenrennen gab. Hier noch einmal die Situation. Stuck bremst absolut am Limit, sieht die Lücke. Müller lässt ihm Platz, schön gemacht von ihm, aber es ist klar, dass er natürlich Heger nicht auch noch vorbeilassen will. Er zieht hinüber und dann kommt es zur Kollision. Auch hier würde ich sagen 50-50, klassischer Rennunfall. Müller war vorne, Heger versucht es trotzdem und dann die Kollision. Also Heger und Bieler, ausgerechnet jene beiden Audi-Fahrer, die in Zolder die beiden Punktbesten waren, nämlich Bieler mit der Maximalpunktzahl von 80 und Heger mit 68 Punkten, hier in Spa-Francorchamps in Kollision mit BMW-Fahrer verwickelt. Es wird natürlich die Stimmung anheizen hinter den Kulissen. BMW und Audi, die klassischen Gegner. Die vorletzte Runde läuft in Spa-Francorchamps. Noch einmal eine super Slow-Motion, das ist Peter. Hier sehen wir Alfred Hegers Fahrzeug, beschädigt an der Frontpartie. Peter Cox ist ebenfalls vorbeigefahren an Heger. Roberto Ravaglia inzwischen übrigens hinter Peter Cox zurückgefallen. Da hat es der Peter Cox also geschafft, hat zwei Plätze gewonnen. Und gleich beginnt dann die letzte Runde. Winklock vorne, Stritzel Stuck kommt näher. Jörg Müller kann nicht mehr nachsetzen. Dann die weiteren Verfolger mit Peter Cox, Roberto Ravaglia und Alfred Heger. Offensichtlich hat sich jetzt das Rad wieder freigeschlagen im Kotflügel. Alfred Heger hat wieder an Fahrt gewonnen, aber er wird nicht mehr weiter nach vorne kommen können. Also Audi lässt hier in Spa-Francorchamps in Ardennen mächtig federn, ähnlich wie im letzten Jahr. Die schnellen Rennstrecken, die liegen dem Ingolstädter Auto nicht ganz so gut, dem Allradfahrzeug. Die letzte Runde hat jetzt begonnen. Winklock, der langsamer geworden ist, der Rückstand von Hans-Joachim Stuck geschrumpft, nur noch 1,5 Sekunden. Aber die Abstände scheinen doch im Augenblick etwas zu groß, als dass hier in der letzten Runde noch etwas Sensationelles passiert. Tamara Vidali auf dem guten siebten Platz, hier gerade durchs Bild gefahren. Dann Harald Groß, der nun Druck bekommt durch Kies Odor. Kies Odor, der jetzt versuchen wird, für Nizza noch ein gutes Ergebnis herauszuholen. Er ist wieder in der Top 10, wie schon in Zolder. Da geht es um die achte Position zwischen ihm und Harald Groß. Die Fans von Sascha Maaßen werden sich vielleicht fragen, wo liegt denn der Sascha, der Teamkollege von Kies Odor, gegenwärtig die 14. Position. Da läuft es also nicht ganz so gut und auch Roland Asch mit einem weiteren frontgetriebenen Fahrzeug nicht in der Top 10. Er fährt auf Rang 12. Zurück aber zur Spitze. Der Stuck, der kommt immer näher heran an Jockel Winkelhock, hat sich weiter absetzen können von Jörg Müller.
Aber ob das noch reichen wird, um Jockel Winklok einzuholen, das wage ich zu bezweifeln. Er wird alles probieren. Das ist das beste Ergebnis, das er im Super-Turnwagen-Cup überhaupt erzielte bisher. Er war zwar schon einmal in Wunstorf vor etwa einem Jahr Zweiter, aber damals war natürlich die Voraussetzung völlig anders. Es gab eine absolute Dominanz von Audi. Und damals war es viel, viel einfacher, Zweiter zu werden als heute hier in Spa-Francorchamps. Die letzten Kilometer laufen nun für Jockel Winklok und für BMW. Das dürfte den ersten Saisonsieg geben im D1 Supertourenwagen Cup. Nach dem Erfolg von Audi in Spa nun möglicherweise der erste Triumph für BMW. Stuck kommt allerdings näher. Winklok hat sein Tempo gedrosselt, wird natürlich nichts mehr riskieren auf den letzten Metern. Aber Stuck wird alles versuchen, um vielleicht in der letzten Haarnadel in einer Position zu sein, Jockel Winklok noch anzugreifen. Winklok in der Schikane. Noch Jörg Müller ist noch einmal dichter herangekommen an Stritzel Stuck. Und da gibt es erneut ein Problem mit Peter Cox. Der Roberto Ravaglia hat sich vorbeigebremst an Peter Cox. Alfred Heger versucht nun ebenfalls Cox zu überholen. Es wird noch einmal ganz, ganz eng werden. Vorne Winklok in Führung. Stuck kommt näher. Müller kommt näher. Was passiert dahinter? Die Kamera schwenkt mit den Führenden. Die letzten Meter für Jockel Winklok und er schafft es zu verteidigen, seine Führung. Winklok gewinnt vor Stuck und Müller und dahinter wird es ganz, ganz eng zwischen Peter Cox und Alfred Heger. Um wenige Zentimeter gewinnt Peter Cox das Duell um den fünften Platz, aber der strahlende Sieger hier in Spa-Francorchamps heißt Jockel Winklok. War das ein spannendes Rennen hier in Spa-Francorchamps und ich darf Ihnen jetzt schon verraten, dass der Jockel Winklok doppelten Grund zur Freude hat. Denn er übernimmt mit diesem Sieg im Rennen die Führung in der Tabelle. Jockel Winklok, nicht nur Sieger heute in Spa-Francorchamps, sondern auch der Spitzenreiter im D1 Supertourenwagen Cup. Das genaue Ergebnis und den Punktestand, die Siegerehrung und mehr gibt es nach einer kurzen Pause. Der ADS. Jockel Winklok, das war der dominierende Mann an diesem Tag. Sieger im Sprint, Sieger im Rennen. Sicherlich toll die Leistung von Hans-Joachim Stuck. Ein tolles Comeback in Anführungsstrichen. Er ist wieder an der Spitze dabei. Mit ihm ist in diesem Jahr wieder zu rechnen. Jörg Müller, Dritter bei seinem zweiten Tourenwagenrennen gleich auf dem Siegerpodest. Dann Roberto Ravaglia, der im Rennen offensichtlich etwas Probleme hatte. Peter Cox auf Platz 5 nach diesem tollen Fotofinish mit Alfred Heger, der nicht mehr vorbeikam. Tamara Vidali als Frau auf der Männerrennstrecke auf Platz 7. Harald Groß, Achter, noch knapp vor Kiesodor geblieben. Und Klaus Nieswitz holt ein tolles Ergebnis für Honda, das sicherlich ohne die Stop-and-Go-Strafe noch besser ausgefallen wäre. Philipp Peter auf Platz 11, der beste Privatfahrer. Also wie schon in Zolder, der beste der Privatiers am Steuer des privaten Audi 80 Competition. Roland Asch nur 12. als bester Fortfahrer. Das wird ihn nicht befriedigen, dort war er auch schon im Training. Marc Gindorf flott unterwegs, Platz 2 in der Privatfahrerwertung, Rang 13 im Gesamtklassement. Sascha Maaßen 14, diesmal nicht ganz so gut unterwegs wie in Zolder. Josef Fensch auf Platz 15. Claudia Hürtgen ins Ziel gekommen im Rennen nach dem Antriebswellendefekt im Sprint auf Platz 16. Alexander Burgstaller, der war schon wieder in der Top 10, nachdem er am Sprint nicht teilnehmen konnte. Leider Gottes dann eine Kollision im Rennen, nur Platz 17. Patrick Ulrich, Michael Heigert und Rüdiger Julius, die weiteren BMW-Privatfahrer, auf den Plätzen 18 bis 20. Und wir sehen noch einmal eine super Slow-Motion des Siegers, nämlich Jockel Winklok, Smoking Joe, der Mann, der im letzten Jahr in der britischen Meisterschaft noch für Furore sorgte, ist jetzt der Mann, der den Supertourenwagen Cup 1995 anführt. Smoking Joe, Jockel Winklok, der große Held von Spa-Francorchamps. Da wird der Audi von Alfred Heger zurückgeschleppt, der noch Blessuren hat. Und ich sagte es ihm bereits, Jockel Winklok übernimmt hier in Spa-Francorchamps die Tabellenführung. Vor Hans-Joachim Stuck und Alfred Heger, dann Roberto Ravaglia, Frank Bieler, der Tabellenführer von Zolder, auf den 5. Platz abgestürzt nach der Kollision mit Ravaglia.
fünf Routiniers, also im Augenblick auf den ersten fünf Plätzen. Und dann kommen schon die jungen Fahrer mit Peter Cox und Jörg Müller auf den Positionen 6 und 7. Immer noch gut dabei Kisodor im Nissan, der bei allen Rennen bisher in die Punkte gefahren ist. Tamara Vidali auf den 9. Platz in der Meisterschaft. Und Harald Krohn. Hans-Joachim Stuck, er kann sich freuen über seinen 2. Platz heute und auch in der Meisterschaft. Und Jörg Müller, ein neues Gesicht, an das wir uns auf dem Siegerpodest gewöhnen müssen. Da standen die beiden falsch. Und jetzt die deutsche Hymne. Sie wollen alle ganz oben stehen beim kleinen Mann bei Jockel Winkelhock. Drei deutsche Fahrer also auf dem Siegerpodest. Sie haben es den Ausländern, den Gastarbeitern, mächtig gezeigt in Spa-Francorchamps. Winkelhock, Stuck und Müller ganz oben. Roberto Ravaglia als bester Nicht-Deutscher im Ziel auf Platz 4. Peter Cox, der Holländer, auf Rang 6. Kisodor, der Brite, auf Rang 8. Also eine internationale Rennserie, im Augenblick aber in der Hand von den deutschen Piloten. Winkelhock, Stuck, Heger, das sind die drei Führenden in der Tabelle nach diesem Rennen in Spa. Da gibt es noch Küsschen für den Sieger Jockel Winkelhock. Er wird sich mit Sicherheit nach dieser Siegerehrung eine Zigarette anstecken, denn er ist ein Kettenraucher, das gibt er auch gerne zu. Er hat einmal probiert, das Rauchen aufzugeben, das war im letzten Jahr beim Tourenwagen-Weltcup in Donington, als es dann aber im Training überhaupt nicht gut lief. Da hat er gesagt, ach, ich rauche wieder, und schon läuft es für Jockel Winkelhock wieder gut. Jetzt hat er etwas verloren, nämlich das Duell gegen Jörg Müller in Sachen Sektspritzerei. Jörg Müller hatte die Flasche als erstes auf, er ist jetzt etwas feige. Der rennt weg und der Jockel Winkelhock, der trifft jetzt wenigstens noch den Hans-Joachim Stuck. Jetzt steht er ganz alleine da oben. Also auf der Rennstrecke war er heute am schnellsten.